Seid gegrüßt, liebe Freunde, zu Retro City Rampage. Ja, wir haben in der letzten Folge ein bisschen in der Arcade-Halle unseren Spaß gehabt. Meine Fresse. Ich war überrascht. Ihr wisst, ich bin ja nicht so ein großer Retro-Experte wie der gute Venom oder Starkiller vom Telespiel-TV-Channel. Der gute Venom hat mir schon erzählt, die Sachen, die ich da erlebt habe, sind alle Spiele eigentlich aus der heutigen Zeit nur in der Retro-Perspektive getrimmt. Aber ist schon lustig, finde ich gut. Macht schon Spaß, da wollte ich eigentlich nicht rein. Dankeschön. Heute mal keine Milch. Haben wir hier was Besonderes? Okay. Wie sieht's hier aus? Oh, ein Herz. Das kommt jetzt gut. So, aber ich würde jetzt sagen, weiter zu der nächsten Mission, denn wir müssen ja wieder zu Doc Chock. Ich glaube, der hat wieder ein anderes Teil gefunden. Oder weiß, wo ein anderes Teil gibt. Oder, ach, wir haben jetzt mehrere Ems. Oh, ich wollte jetzt keine Waffe. Moment, mal schauen, mal schauen. Zwei Ems, ja. Welcher ist jetzt näher? Gut, dann gehe ich mal einfach hier lang. Ich weiß jetzt nicht, ob das richtig ist. Moment, das ist, glaube ich, ein Kaffeeautomat, ne? Ne, doch nicht. Ich dachte jetzt, wo man vielleicht ein bisschen schneller rennen kann. Das wäre jetzt cool. Ah, hier ist ein M. Okay, dann nehmen wir das hier in Moe's Buy and Sells. Hat man das nicht schon? Mit Autos klauen? Einige Läden haben vergessen, ihre Versicherung zu bezahlen. Passiert. Unglücklicherweise ist mein Eintreiberbande... Oh, krank. Ja, natürlich haben sie alle krank gemeldet, ne? Schön. Nachdem sie die ganze Nacht Käse Nachos vom Gemischtwarenladen gegessen haben... Ja, das gibt Magenverstimmung. Du musst für sie einspringen. Ja, natürlich. Ich habe auch davon gegessen. Ist schlecht. Nö, okay. Hol dir eine Maske bei Wonderheads und dann rüber zu den Läden, um das Geld einzutreiben. Nimm diesen Golfschläger und diese Turboschuhe. Ich möchte das nicht mühsamer für dich machen, als es bereits ist, aber es ist für dein eigenes Wohl. Ja. Alles klar. Baseballschläger und diese Maske erinnert mich gerade an Turtles. Wie hieß der Typ mit der Maske? Cassidy? Casey? Irgendwie sowas? Ja, das erinnert mich gerade so an den. Aber cool. Stark. So, dann holen wir mal unsere Wonder Hats. Kann ich Ihnen helfen? Ich bin auf dem Weg zum Sport und brauche ein wenig Ausrüstung. Das kann ich sehen. Du hast da einen sehr schönen Golfschläger. Ja, genau. Ich werde gleich mal ein paar Schläge machen. Hey, Schläge machen, alles klar. Hast du das Spiel gestern gesehen? Mann, die lokale Mannschaft hier, was? Die sind schon sportlich. Wie wäre es mit der Maske da drüben? Ich nehme eine von denen. Ne, ist doch alles klar. Du meinst die Hockeymaske? Ja, die ist perfekt. Zum Golfen? Ja, zum Golfen. Die wird mir beim Ausfeilen meines Slam-Dunks helfen. Hä? Sport. Komm später zu Wonderhead zurück, um andere Hüttenmasken auszuprobieren. Hüte. Ja, Hüte. Aber, Alter, du hast ja überhaupt keine Ahnung von irgendeiner Sportart, kann das sein? Kommt ja an mit dem Slam Dunk beim Golfen. Alter. So. Oh, der hat's. Der hat nicht gezahlt. Kein Ding. Feuer. Den Ladenmitarbeiter, um den Besitzer zu zeigen, wie ersetzlich die sind. Danach räumt die Kasse aus. Alles klar, boah, ey, dem Fernseher hier sowas zu lesen, ist schon schrecklich. Aber ich gebe mein Bestes. So. Feuer den Ladenmitarbeiter. Alles klar. Ladenmitarbeiter, du darfst. Alter. Hier. Aua. Hüpf hier. Geht nicht weg. So, geht doch. Entleere die Kasse. Habe ich? Jetzt darf ich gehen. Tipp. Komm später zurück zum Action Series Barbier Shop, um einen Haarschnitt zu bekommen. Yeah. Nice. Krieg ich da neue Frisuren? Wie heißt mir so eine Turtle-Frisur? Oh, jetzt hab ich die Leute da umgehauen. Ja, ich bin etwas in Eile. Ihr merkt's. So, Victor! Ein Mann, der zum Golfen will. Mit einer Hockeymaske. Oh, Tattoo-Laden, da war ich auch schon. So. Herr von Toadstool. Oh ja. Oh. Zack. Weg. So geht's auch. Das ist gut. Zack.
Komm später zurück zu Toast Soul Tattoo, um dich tätowieren zu lassen. Nice. So einfach ist es einfach nur, den Typen hochheben und rausschmeißen. Und ich verprügel den. Bin ich denn für einer? Ehrlich. Ich glaube, hier unten ist es näher. Weg da! Ups, das war, glaube ich, ein Polizist, den ich fast umgehauen hätte. Ups, Entschuldigung. Entschuldigung. Was? Wo geht's denn hin? Da ist doch. Geht's denn hier entlang? Ah, nicht zu dem. Mann. Kind, weg. So. Das Blatt, super. Okay, wir wollen ja nicht zocken. Alter. Oh, komm her. So. Und tschüss. Hey, du sollst abbauen. Soll ich dich nach draußen geleiten? Kein Problem. So. Die Kasse? Oh, hör mal. Gibt's ja hier gar nicht auf, ne? So. Alles klar. Cool, dass ich Leute hier hochheben kann. Komm schon wieder zurück zu Nolan's Arcade, um Arcade-Spiele zu spielen. Geil, kann ich die dann umsonst zocken? Das war ihr Feld. So. Polizei ist wieder da. Und weg ist sie. Subi. Ich muss aufpassen. Ich darf die echt hier alle nicht umhauen. Schweige dann vielleicht gegen ein Auto oder Motorrad zu laufen von der Polizei. Das würde ein bisschen wehtun. So. Wo lang? Wo lang? Was? Was piept denn hier? Ah, egal. Ey, nice. War ich falsch? Ja, ich war falsch. Ich dachte schon hier drin auch. Oh, das tat weh. So. Ha. Hier rein. So, mein Bester. So. Alter. Alter. So. Hey, bekloppt. Es ist gemacht. Gute Arbeit, Spieler. Da ist ein weiterer Laden auf der anderen Seite der Stadt, um den sich noch gekümmert werden muss. Na, super. Nimm die U-Bahn rüber zum Skate and Buy auf der Westside und mach, was du am besten kannst. Ja, also simulieren, natürlich. So, komm später zurück zu DJ Hammer Hardware, um Waffen zu kaufen. Yeah, mit einem Besen ausgestattet. Nice. Ich hab aber keinen Power mehr zum Laufen. Was soll der Mist? Na gut, ist halt so. Sind die Dobo-Schuhe weg? Schreit ihr da? Lauter Panik? Nee. Ah, ja, ein Cheat? Ja, Cheat. Den mache ich nicht. Ich weiß, was letztes Mal passiert ist. Nö, nö. Da hat mir der gute Starkiller, kann ich euch erklären, der gute Starkiller gesagt, da steht doch Cheat drauf. Wenn ihr genau drauf achtet, auf der unteren Reihe, V, Y, jetzt fängt's an, C, H, E, A, T. Cheat. Ne, nicht mehr. Ne. Nicht mit mir. Nicht mit dem Alpha. Einmal hat gereicht. Nee, nee, nee. Sowas gibt's hier nicht. Übrigens, danke, Starkiller. Danke für den Tipp. Vorher habe ich einfach nicht drauf geachtet. Dachte nur, geil, kriegst du vielleicht neue Klamotten oder weiß Gott. Vielleicht Auto. Nee. Krieg ich nur Probleme. Blöde Cheats. Zack. Moment, das nehme ich erstmal mit. Genau hier. U-Bahn. Nächster Halt. Westseite. Intro Street Station. Boah, Intro. Geil. So. Junter. Muss hier durch. Heiß und fettig. Ah, Skatenbike. Da ist es. Da ist es. Yeah, baby. Punk freigeschaltet. So. Zack. Jetzt hau ich dich erstmal um. Will ich umhauen. Hardcore-Typ, ey. Da gibt die Kasse her. Du bist gut. Schon mal überleg, dich auf einer Stelle bei der AT-Corp zu bewerben. AT? Ich weiß nicht, welches Corp das sein soll. Nein, danke. Wie auch immer, du musst nur noch eine weitere Erledigung für mich machen.
im Ernst. Fahr rüber zur Feuerwehr und schnapp dir das Feuer... das Feuerwehrwagen, der draußen steht. Ja, guten Dank. Bring es zu Spray for Pay zum Umlackieren, bevor du es zurück in meiner Garage bringst, sodass die Ordnungshüter es nicht identifizieren können. Oh ja, das wird auf jeden Fall funktionieren. Das ist ja ein schlaues Kerlchen, dieser Vanilla T-Cube. Natürlich. Ob ich einen Feuerwehrwagen rot hab oder blau. Ich meine, man sieht's. Egal. Alles geil. Komm später zurück zu Skaten by Later, um Skateboards zu kaufen. Na, natürlich. Meine Fresse, ey. Was für ein Scheiß. Na ja, gut. Alpha, nicht beschweren. Mach einfach Backe halten. Dann unten. Mal wieder die U-Bahn. Und weiter geht's. Ich glaube, da war ein Paket und ich hab's gerade übersehen. Ah! Ja, ein bisschen was. Weil wir es können. Weil ich die Kohle hab. Boah, das geht ja hier richtig schnell, Kohle, du. Meine Herren. So, jetzt muss ich einmal nach unten. Hier lang. Weg da. Ah. Hey, weg. Hallo? Steht mir im Weg. Ich muss arbeiten. Wenn Leute sich krank melden, muss ich ran. Ah, ist klar. Oh, ich hab's ja fast geschafft. Nicht mehr weit. Zu den Leuten mit Feuerbekämpfung. Ja, ist klar. Ich klaue ja jetzt noch nicht das Ding, während... Da ist ein Polizeiwagen. Zack. Und? Jetzt geh doch mal. Geh doch mal weg. Geh weg. Moment. Ach, jetzt habe ich das vergessen. So geht's rückwärts, genau. So, ich muss jetzt nur aufpassen. Ich habe keinen Bock hier rumzustressen. Ja, geh mal weg da, Feuerwehr. Bin im Dienst. Moment. Moment. Irgendwie komme ich gerade mit der Steuerung wieder nicht klar. Ach, ist so herrlich. Weg da! Kann ich auch hier rein? Weil, ah nee, kann ich ja nur rück... Also, da komme ich wieder raus. Ah, auf Kreis ist rückwärts. Gut, merken. Kreis ist rückwärts. Nee, bin gerade angekommen. So, komm später zurück. Fahrzeug reparieren, umlackieren und bla bla bla. Das ist klar. In Green! Meine Herren! Jetzt muss ich hier nur aufpassen, echt. Ich will da keinen Stress haben. Aber schön, Feuerwehrwagen in Grün. So, mach Radio. Oh? Aber noch ein anderes Stück? Trash FM brauchen wir nicht. Das ist auch Mist. Ich höre ja kaum hier was vom Radio, weil ein Feuerwehrwagen laut ist. Fahr ich überhaupt okay? Dann fahr ich total Käse. Nee, passt schon. Ja. Nein, Alter. Ach, so ein Käse, egal. Ich bin ja. Weg da, weg da, weg da, weg da, weg da. Weg da. Reicht das? Reicht. Bravo, Spieler. Hier ist dein Anteil an der Versicherungsprämie. Gib's nicht alles auf einmal aus. Nee, natürlich nicht. Und jetzt? Mann, ich wette, es gibt noch mehr Läden in der Stadt. Ich sollte mich etwas mehr umschauen, ob ich noch mehr finde. Yeah. Nice. Geschafft. Dann jetzt schon wieder. Hey, Spieler, du bist ein echter Teufelsfahrer. Wenn du Rennen fahren willst, geh rüber zu Scrap Metal Garage. Okay. Rennen. Hab ja eigentlich keinen Bock. Eigentlich so wirklich. Wir könnten jetzt natürlich wieder zu dem Dog. Dog Talk. Oder wir gehen wirklich. Nee, da ist das Rennen. Da ist das Rennen ja sogar. Ja gut, ich meine, wir können es ja mal so machen. Wir können es ja ausprobieren. Aber liebe Freunde, das Ausprobieren machen wir dann in der nächsten Folge, würde ich dann sagen. Dann gucken wir mal, wie ich mich als Rennfahrer mache. Aber ich kann euch sagen, bei GTA habe ich auch immer verkackt. Also, erwartet nicht viel. Naja, aber das sehen wir alles in der nächsten Folge. Bis dahin.
das war mal wieder eine wahnwitzige Folge, beziehungsweise richtig geile Idee mit den Autos klauen und noch ein paar schlechte Witze und Anspielungen zu manchen 80er-Jahre-Kultereignissen. Ich meine, hey, euch muss ich das nicht mehr sagen. Ihr habt das selbst gesehen, aber Leute, ich hoffe, es wird so witzig bleiben. Aber was sag ich denn? Bisher war es witzig. Und ich freue mich, dass es euch bis dahin auch gefällt. Aber sehen wir mal, was in der nächsten Folge passiert hier in Retro City Rampage.